Ja, Rico, Mittwoch in Würzburg über eine Halbzeit lang zu zehnt gewesen, trotzdem noch einen Punkt mitgenommen. In Anbetracht des Spielverlaufs, wie zufrieden seid ihr mit dem Punkt? Ja, es war eine kämpferische Leistung von uns in Unterzahl. Es ist natürlich ärgerlich, direkt den Elfmeter zu kassieren und 1-0 zurückzulegen. Dann nachher noch mit der gelb-roten Karte. Sah erstmal nicht so gut aus. Dann kam man aus der Halbzeit raus und haben richtig gut agiert. Dann auch den Ausgleich erzielt. Und letztendlich müssen wir mit dem Punkt leben. Müssen jetzt positiv nach vorne schauen. Das Ding in Unterzahl noch einen Punkt rausgeholt zu haben, ist auf jeden Fall gut. Du hast es angesprochen, ihr habt trotzdem eine tolle Moral gezeigt. Inwiefern gibt das Selbstvertrauen für die nächsten Spiele? Habe ich gerade schon angedeutet habt, das Positive müssen wir rausziehen. Ist nicht selbstverständlich, dass man noch einen Ausgleich erzielt in Unterzahl und das müssen wir mitnehmen. Am Samstag geht es jetzt gegen Kiel, ein Team, was oben steht, was zuletzt auch oft gewonnen hat, jetzt aber gegen Osnabrück letzte Woche 2-1 verloren hat. Wie schätzt du den Gegner ein? Was macht den Gegner stark? Kiel ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Sie stehen völlig zu Recht dort oben mit ihrem 4-1-4-1-System. Da stimmen viele Abläufe, haben viele sehr gute Spieler in den Reihen. Sie treten immer sehr dominant auf, viel Ballbesitz, wollen Fußball spielen. Wenn sie nicht den Ball haben, attackieren sie hoch.